Willkommen, meine lieben Mystery-Freunde da draußen. Meine lieben Freunde, ich bin mir sicher, dass einige von euch schon den Film Die Zeitmaschine gesehen haben, von H.J. Wells. Nun stellt man sich aber auch die Frage, ist es vielleicht möglich, eine Maschine zu bauen, die vielleicht der Möglichkeit entsprechen könnte, in die Zukunft und in die Vergangenheit zu reisen? Angeblich sollen einige Wissenschaftler daran forschen, dies alles zu ermöglichen. Aber ist es wirklich möglich, in die Vergangenheit oder in die Zukunft mit einer Maschine zu reisen? Und wie soll das Ganze dann auch funktionieren? Obwohl es möglich ist, einige UFO-Beweise als Zeitmaschinen zu betrachten, die aus der Zukunft zurückkehren, ist dies gefährlich zu behaupten. Vieles davon ist eindeutig sehr irreführend, findet ihr nicht auch? Wie kann man entscheiden, ob es sich bei einem Fall wirklich um eine Zeitmaschine aus dem Jahre 2050 oder um eine Fehlwahrnehmung einer Boeing 737 aus Heathrow handelt? Dennoch gibt es angeblich einige Fälle, wie zum Beispiel der futuristische Hubschrauber von Frau Sage ist einer, der uns als mögliche Zeitmaschine, die ihre Vergangenheit besucht, in den Sinn kommt. Ja, natürlich, man möchte nicht ausschließen, dass die EM-Forschung uns eines Tages zu einer Maschine führen wird, die durch die Zeit reisen kann. Nach allem, was wir über die Struktur der Quantenphysik gelernt haben, müssen wir das für machbar halten. Und dann fragt man sich, ist das wirklich machbar? Oder nur eine Illusion? Meine lieben Mystery-Freunde, ihr müsst wissen, ein Prototyp einer Zeitmaschine soll bereits gebaut worden sein. Der Londoner Erfinder Donny Bessett hat ein Gerät entwickelt, das ein großes statisches elektrisches Feld erzeugt und die Umgebungsluft ionisiert. Es ist weitaus kleiner als die Geräte, die anscheinend bei Orten wie Orford Newes oder Bin Gabe oder in der Nähe von Teilchenbeschleuniger eingesetzt werden. Aber Bessett behauptet, dass es zeitverzerrende Effekte hat. Dieser kleine Kasten gibt das schwache Brummen und Summen von sich, das einige schon oft von Zeitstürmenzeugen beschrieben wurde. Besser zufolge kann man sich durch die Zeit projizieren, wenn man sich neben dieses Gerät setzt. Er hat Experimente durchgeführt, bei denen Menschen in der Lage waren, nach draußen zu gehen und Autokennzeichen zu lesen, die dort noch nicht geparkt hatten, vermutlich durch einen Besuch in der Zukunft. Eine Person beschrieb, ich saß 2 Stunden lang in der Gegenwart dieses Kastens in London, aber außer Kopfschmerzen ist mir nichts passiert. Eine der 4 Personen, die behaupten, in einem französischen Hotel einen Zeitsprung erlebt zu haben, saß direkt daneben und berührte ihn sogar. Cynthia Gisby bemerkte, dass sie in seiner Nähe ein Kribbel- und Schwindelgefühl verspürte. Möglicherweise Symptome für das Auftreten des Ortsfaktors, wie man so behaupten kann. Aber es kam zu keiner neuen Zeitanomalie, so wie beschrieben wurde. Bessett wies mich darauf hin, dass es schwierig sei, dieses Experiment auf Bestellung durchzuführen, dass er es aber wahrscheinlich schaffen könne, wenn er sich später zu Hause sorgfältig vorbereitet. Man schlug ihm also vor, nach Hause zu gehen, es zum Laufen zu bringen und dann zu diesem Zeitpunkt zurückzureisen, als sie das Experiment versuchten. Und dann sollten sie eigentlich dieses Ergebnis sehen können. Und wenn ihr da draußen jetzt denkt, es sei etwas passiert, dann muss ich euch enttäuschen, denn es passierte gar nichts. Donny Bessett kam nicht aus der Zukunft zurück. Man kann vermuten, dass sein Gerät, vorausgesetzt, es bewirkt tatsächlich etwas Bedeutendes, visionäre Erfahrungen hervorrufen kann. Möglicherweise durch die Induktion des Ortsfaktors bei empfänglichen Personen. Denn während des daraus resultierenden veränderten Zustand verursacht es Halluzinationen. Also man bezweifelt hier, dass hier buchstäblich Zeitreisen stattfinden können. Die wahrscheinlichste Erklärung für das Scheitern dieses Tests ist natürlich, dass es sich bei dem Gerät nicht um eine echte Zeitmaschine handelt, sondern nur um einen Kasten, der eine statische Aufladung erzeugt. Und dann ist es eigentlich nur ein Gerät, das irgendwelche Hallos entwickelt, also irgendwas uns zeigt, was eigentlich nicht vorhanden ist. Aber wie erklärt man sich dann diesen geistlichen Trip zu diesen Autokennzeichen?
Also ist es vielleicht doch möglich, im geistlichen Zustand in die Vergangenheit oder in die Zukunft zu reisen, wenn man seinen Geist darauf trainiert hat, das zu ermöglichen zum Beispiel. Also es ist ja durchaus nicht auszuschließen. Aber materiell gesehen wäre das sicherlich nicht möglich, glaube ich. In der heutigen Sicht zum Beispiel noch. Außer wir öffnen irgendein Portal und reisen dann in die Vergangenheit und in die Zukunft. Aber davon sind wir vielleicht noch weit entfernt. Oder sind wir da schon angelangt und wir wissen nichts davon? Oder Zeitreisen geschehen einfach unerwartet, verursacht durch eine Art Anomalie. Ich habe mal für euch so einen kleinen Artikel ausgegraben, dass ich in Boston im Jahre 1945 so zugetragen haben soll, was vielleicht mit einer Art Zeitreise oder einer Art Zeitanomalie in Verbindung gebracht werden kann. Also solche Sachen, die einfach zufällig entstehen. Boston, USA, 1945. Einer der außergewöhnlichsten Fälle eines Menschen, der außerhalb der Zeit gestrandet ist, ereignete sich jedoch am 11. Februar des Jahres 1945 während der Nachtschicht in einem Bostoner Krankenhaus. Krankenschwestern sahen, wie ein Mann aus einem Krankenwagen stieg und einen Rollwagen in das Foyer schob. Der Fahrer des Krankenwagens sagte über seinen Patienten nur, sie werden diesen Mann Charles Jamieson nennen. Nachforschungen der Polizei ergaben, dass kein Krankenwagen von irgendeiner bekannten Stelle zum Krankenhaus geschickt worden war. Die Krankenschwester beschrieb den Krankenwagen als einen blauen Lieferwagen ohne Aufschrift, der mit dem eines Krankenwagens in der Stadt übereinstimmte. Der Fahrer trug etwas, das wie eine hochrangige Marineuniform aussah. Als die Ärzte gerufen wurde, konnten sie feststellen, dass der Patient Schrapnellwunden hatte und offenbar einen leichten Schlaganfall erlitten hatte. Außerdem fanden sie verblasste Tätowierungen, die sowohl die britische als auch die amerikanische Flagge sowie die Worte US Navy und United Kingdom erhielten. Eine umfangreiche Suche, bei der die Fingerabdrücke des Patienten verwendet und das FBI eingeschaltet wurde, führte zu keinem Ergebnis. Charles selbst konnte nicht helfen. Er lag im Koma, war gelähmt und seit langem nicht mehr in der Lage zu sprechen. Im Sommer des Jahres 1947 setzte sich Charles plötzlich in seinem Rollstuhl auf und erschreckte seine Krankenschwester, indem er mit deutlichem britischen Akzent sagte, »Ich weiß es einfach nicht«, als ob er auf eine Frage antwortete. Dies führte zu langwierigen Sitzungen, in denen sein Arzt Oliver Williams und ein britischer Marineexperte behutsam versuchten, ihm Informationen zu entlocken. Ihm wurden viele Fotos von Schiffen, Marineuniformen und britischen Einrichtungen gezeigt, um seine Heimat zu identifizieren. Wann immer Tricks angewandt wurden, zum Beispiel indem man ihm eine falsche Marineuniform zeigte, durchschaute er sie. Charles beschrieb, wie er 1916 auf der HMS Bellerophon in der Schlacht von Jutland diente und auf der Kerinsack segelte, einem alten Segelschiff, das heute als Museum auf der Themse liegt. Dies könnte vor der Verlegung des Schiffes nach London in den frühen 20er Jahren möglich gewesen sein. An die Ereignisse danach konnte er sich jedoch nicht mehr erinnern. Ein Vierteljahrhundert fehlte und es war nur von einer geheimen Mission die Rede, über die er nicht sprechen wollte. Es war unklar, ob seine Amnesie einfach traumatisch war oder Jahrzehnte der Erinnerungen ausgelöscht hatte oder ob er ein großes Geheimnis hütete. Nachdem man einer zufälligen Spur gefolgt war, stellte sich heraus, dass Jamieson am 9. Februar des Jahres 1945 an Bord der US Lejeune in Boston angekommen war. Der handschriftliche Vermerk in den Schiffsunterlagen verwirrte den ehemaligen Kapitän, der sich nicht erklären konnte, warum er dem maschinengeschriebenen Manifest nachträglich hinzugefügt worden zu sein schien. Auch konnte er sich nicht an Jamieson erinnern. Aber der manipulierte Vermerk besagt, dass er am 17. Juli des Jahres 1895 in Boston geboren worden war und 4 Jahre in einem deutschen Kriegsgefangenenlager verbracht hatte,
bevor er auf unerklärliche Weise vor der irischen Küste treibend gefunden wurde. Dies geschah während der 16-tägigen Reise der Lucien von Southampton nach Boston zur Rückführung verwundeter Soldaten. Leider konnte bei umfangreicher Nachforschungen, einschließlich der Überprüfung von Geburtsurkunden, niemand gefunden werden, auf den dieser Name zutraf. Eine noch seltsame Folge war die Entdeckung eines Vermerks in den Unterlagen der Reederei Lloyds. Dabei handelt es sich um einen Bericht der Besatzung des deutschen U-Bootes U-24, dass sie am 10. Juli des Jahres 1941 in der Nordsee ein Holzschiff, das sie beschossen hatte, angegriffen und versenkt hatte. Dieses Schiff war durch den Namen an der Bordwand eindeutig als Cadillac identifiziert worden. Sie sahen, wie es unter dem Sperrfeuer des U-Bootes verschwand und retteten nur einen Mann. Charles William Jameson, der die nächsten 4 Jahre in einem deutschen Lager in Belgien verbrachte, bevor er Anfang 1945 befreit wurde. Die Cadillac wurde im Juli des Jahres 1941 nicht wirklich von U-24 versenkt. Sie wurde dann in London festgemacht und ist dort immer noch ausgestellt. Charles war nie in der Lage, diese Probleme zu lösen. Erinnert sich daran, dass sein letzter Einsatz tatsächlich an Bord eines von einem deutschen U-Boot versenkten Schiffes stattfand, gab aber den Namen dieses Schiffes als Hinnemoa an. Das einzige Schiff diesen Namens wurde 1945 abgewrackt, nachdem es auf das Meer hinausgeschleppt und mit Sprengladungen versehen worden war. Nach dieser letzten Behauptung verfiel Jameson in einen katonischen Zustand und sprach in seinen letzten 20. Lebensjahren kein einziges Wort mehr darüber. Er starb im Jahre 1975 und wurde mit den Ehren der Marine in einem mit der britischen und der amerikanischen Flagge drapierenden Sarg beigesetzt. Seine wahre Geschichte werden wir wohl nie erfahren. War er ein Zeitreisender oder wurde er durch Zufall durch die Zeit geschleudert? Oder war es nur ein merkwürdiger Fall eines Soldaten? Ja, wie auch immer, meine lieben Freunde da draußen, ihr könnt gerne darüber diskutieren, was ihr darüber denkt, und könnt eure Meinungen gerne in der Kommentarfunktion erwähnen. Oder teilt einfach dieses Video in verschiedenen Foren und könnt dort über dieses Ereignis berichten oder auch simulieren oder versuchen, eine Erklärung zu finden. Und Ita Zauger, mir sei wieder am Schluss okennt. Bis zum nächsten Mal, Pfiat Denk, euer Real Mystery Tom aus Tirol. Pfiat Denk.